Lieben. Ich grüße euch. Ich muss jetzt ganz schnell machen, weil ich in den Kindergarten muss. Meine hat wieder eine Eiskönigin-Torte gemacht. Das war auf Sahne. Das war von meiner Cousine Leonie. Das haben wir bei meiner Oma gemacht. Viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Für die Elsa-Sahnetorte brauchen wir einen sechsteiligen Tortenboden mit einem Durchmesser von 18 cm. Wie man den Tortenboden zubereitet und ihn in mehrere Lagen schneidet, findet ihr auch unter meinen Videos. Wir legen eine Lage Tortenboden auf eine Tortenplatte, legen Backpapierzuschnitte unter den Boden, damit die Tortenplatte auch sauber bleibt. Und zwischen den Böden verteilen wir Tortencreme. Ich habe hier zwei verschiedene Cremes benutzt. Und zwar Mascarpone-Creme und Schokosahne-Creme. Die Höhe der Torte sollte bis zur Taille der Elsa-Puppe gehen. Das heißt, ihr müsstet die Tortencreme zwischen den Lagen so verteilen, dass ihr hinterher die Taillenhöhe erreicht. Und nun stellen wir die Torte für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit sie fester wird. In der Zwischenzeit können wir die Creme für die Oberfläche zubereiten. Dafür brauchen wir 3 Päckchen gekühlte Schlagsahne, 3 Päckchen Vanillezucker und 3 Päckchen Sahnesteig. Und damit wir eine blaue Creme hinterher haben, brauchen wir blaue Lebensmittelfarbe. Dies ist eine Pastenfarbe von Dekoback. Wir fügen alle Zutaten bis außer die Lebensmittelfarbe in eine Rührschüssel und schlagen sie steif zu einer Creme. Fügen nun Lebensmittelfarbe in die Creme und mischen sie, bis wir eine einheitliche Farbe erreichen. Bis wir die Creme wiederverwenden, stellen wir sie in den Kühlschrank. Nachdem die Torte gekühlt ist, stricken wir sie oben an den Seiten ab, damit wir hinterher eine Kleidform erhalten. Damit wir hinterher die Elsa-Puppe reinführen können, markieren wir ein Loch in der Mitte und sparen sie ein wenig mit einem Löffel aus. Anschließend können wir die Torte mit der blauen Creme bestreichen. Wir umwickeln die Elsa-Puppe mit Frischhaltefolie, setzen sie in die Torte rein und rücken sie vorsichtig runter. Anschließend brauchen wir für den Rest der Dekoration 2 Päckchen gekühlte Schlagsahne, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahnesteig und blaue Lebensmittelfarbe. Und damit wir noch eine festere Creme erhalten, werden wir Sahnepaar zum Sahnesteifen benutzen. Davon brauchen wir insgesamt 4 Teelöffel. Wir fügen wieder alle Zutaten in eine Rührschüssel bis auf die Farbe und schlagen sie steif zu einer Creme. Anschließend fügen wir wieder die Farbe hinzu und mischen sie wieder, bis wir eine einheitliche blaue Farbe erreichen. Bis wir die Creme wiederverwenden, stellen wir sie in den Kühlschrank. Bevor wir auf der Torte weitermachen, zeige ich euch auf einem Backpapier, wie wir die Deko machen. Wir befüllen eine Garnierspritze mit blauer Creme und setzen die sternförmige Tülle auf. Wir setzen an einem Punkt an und ziehen von innen nach außen Kreise, wie eine Spirale. Viele von euch kennen bestimmt die Rosentorte von mir. Dort habe ich die gleiche Technik angewandt. Allerdings sind die Rosen hier wesentlich kleiner. Mit den Rosen werden wir das Kleid von Elsa dekorieren. Für die Corsage von Elsa benutzen wir die Lochtülle und bespritzen kleine, gleich große Pünktchen. Fangen wir mit der Corsage von Elsa an.
machen wir nun weiter mit dem Kleid. Fangen am besten unten an und ziehen, wie gesagt, von innen nach außen eine Spirale. Eine Reihe weiter oben fangen wir zwischen zwei Rosen an. Die letzten Reihen bespritzen wir die Rosen so, dass die folgende Rose die Spitze der dahinterliegenden Rose bedeckt. Als nächstes dekorieren wir weiterhin das Kleid mit weißen Schneeflocken. In diesem Päckchen befinden sich Schneeflocken aus Esspapier und des Weiteren blaue Zuckerperlen, womit wir den Boden bzw. die Tortenplatte dekorieren werden. Die Schneeflocken brauchen wir nur leicht an die Sahne anzudrücken. Mit blauem Dekoband können wir den Tortenrand bekleben. Blaue Zuckerperlen bestreuen wir auf die Tortenplatte. Zum Schluss werden wir der Elsa das Gewand anziehen. Vorher stechen wir ein paar Zahnstocher hinten auf die Torte, damit das Gewand die Sahne nicht berührt. Was ihr nicht braucht, könnt ihr hinterher wieder herausziehen. Und nun ziehen wir dem Elsa das Gewand an, indem wir im Ärmelbereich Fäden knoten und sie an beiden Armen befestigen. Besser wäre es, wenn euch jemand dabei helfen würde. So, fertig ist die Elsa-Sahnetorte. Ihr könnt das Gewand entweder so liegend anbringen oder es einen fliegenden Effekt geben, wenn ihr statt Zahnstocher Holzspieße verwendet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr sie selber zubereitet. Freue mich über eure Kommentare und wenn ihr das Video weiterteilt. Für Fragen könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo, da ist ja unser Geburtstagskind. Na, wer bist du denn? Wir sind aber Leonie, aber da ist Papa, ne? Und du bist das immer. Ja? Wenn du machst, dann kannst du das mal machen, ja? Ja. Dann kannst du. Wer ist denn das? Weißt du das, wer das ist? Ja. Wer ist das? Ich. Du? Ich bin die Leila, liebe Leonie. Du bist die Leila, Leonie. Hast du heute Geburtstag? Freust du dich über die Torte? Wie heißt denn die Torte? Ariel bestimmt. Ariel? Die Ariel sieht ja auch so aus, ne? Ja. Wollen wir gleich feiern? Ja. Gibst du mir einen Kuss? Gib mal einen Kuss. Sag mal Hallo und Tschüss. Hallo und Tschüss. Wir werden jetzt feiern. Wolltest du viele Grüße an deine Mami schicken? Ja, mach das mal. Viele Grüße in meine Mama. Wer noch? Papa. Ja, wer noch?